Die Salzburger AG setzt Maßnahmen für den Hochwasserschutz. Nicht nur in der Stadt Salzburg, sondern derzeit auch im Bereich der Mittleren Salzach. Extremer Niederschlag transportierte in diesem Bereich viele Steine und Geröll. Hintergrund ist die Herstellung des Hochwasserschutzes in dem Bereich. Es ist ja so, dass wir alljährlich den Stand der Anlandungen, also den Sohlstand in den Flüssen vermessen, das anschauen und abgleichen mit den Zuständen, wie die Anlagen genehmigt sind, beziehungsweise wie es für den Hochwasserschutz erforderlich ist. Und es hat sich leider Gottes im Anschluss an das Hochwasser im August letzten Jahres herausgestellt, dass wir in diesen drei Stauräumen der Kraftwerke Bischofshofen, Kreuzberg-Maut und Urreiting viel zu hohe Anlandungen haben und haben deswegen diese Maßnahmen geplant, genehmigen lassen und müssen es jetzt durchführen. Diese Maßnahmen können nur in den Niedrigwasserzeiten durchgeführt werden. Folglich ist es entscheidend, dass diese Arbeiten noch vor dem Einsetzen der Schneeschmelze abgeschlossen werden. Grundsätzlich haben wir etwa Mitte März mit den Arbeiten angefangen. Wir sind de facto am Beginn der Arbeiten. Aber es geht super voran, obwohl wir von der Wasserführung nicht so optimale Verhältnisse haben, eher hohe Wasserführung. Aber es geht stark voran, muss es auch, weil wir müssen, sage ich jetzt einmal, bis spätestens Mitte, Ende Mai fertig werden. Die Hälfte der Gesamtmenge aus den drei Steuerräumen ungefähr wird im Raum Werfen wieder in die Salzach reinbracht. Und die andere Hälfte, etwa 60.000 Kubikmeter, wird auf Deponien geführt und muss dann innerhalb der nächsten Jahre wieder in die Salzach reingebracht werden, aber nicht unmittelbar. Weitere Infos unter www.salzburg-ak.at.